In diesem Tutorial werde ich zeigen, wie man per Hand ein Integral auflösen kann, die anwendungsorientierte Bereiche wie Flächenberechnung, Mittelwert oder Rotationskörper werden dann getrennt in andere Tutorien behandelt. Als erstes zum Lösungsmittel, und zwar, um ein Integral aufzulösen, brauchen wir den sogenannten Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Unten haben wir die Formel, deshalb schauen wir uns ein bisschen näher, wie ein Integral aufgebaut ist. Als erstes erkennen wir bei dem Integralzeichen eine untere und eine obere Grenze, also a ist entsprechend die untere Grenze und b ist die obere Grenze. Für gewöhnlich muss immer unten die kleinere Zahl und oben die größere Zahl stehen. Dann haben wir unsere Funktion f von x und am Ende steht noch ein dx. Das d kann man als Abkürzung für das Wort Differential sehen. X ist die Variable, nachdem es aufgeleitet wird oder die Stammfunktion gebildet wird. In diesem Fall heißt unsere Funktion f von x, deshalb steht hinten dx. Das bedeutet, wenn unser vom Variable t wäre, dann müsste hinten entsprechend dt stehen. Es ist wichtig, wenn man selbst Integrale aufstellen muss, da muss man sich an der Variable der Funktion anpassen. Als nächstes wird die Stammfunktion gebildet, groß f von x. Und normalerweise sieht die Standarddarstellung so aus, mit einer eckigen Klammer werden hier rechts die Grenzen eingetragen. Und beim letzten Schritt werden die Grenzen eingesetzt, zuerst die obere Grenze, also b, in die Stammfunktion einsetzen, dann minus die untere Grenze. Wie das genau aussieht, werden wir jetzt anhand eines einfachen Beispiels sehen. Als erstes habe ich ein wirklich einfaches Beispiel ausgewählt, einfach nur um das Grundprinzip zu klären. Also, wir befolgen die rechts abgebildete Formel. Das bedeutet, als erstes bilden wir die Stammfunktion. Aus der x hoch 2 wird eine x hoch 3 Funktion und dann die 3 kommt in Kehrwert nach vorne. Kurz gesagt, ein Halb mal ein Drittel sind ein Sechstel. X hoch 3 minus 1 aufgeleitet ist 1x. Und die Grenzen werden jetzt hier rechts eingetragen. Dann die obere Grenze einsetzen, das bedeutet in diesem Fall 1 Sechstel mal 2 hoch 3 minus 2 minus die untere Grenze, am besten alles in der Minusklammer, 1 Sechstel mal 1 hoch 3 minus 1. So, dann fassen wir ein bisschen zusammen. Hier haben wir 1 Sechstel mal 8 minus 2. Und hier können wir auch die Minusklammer auflösen. 1 Sechstel mal 1 sind 1 Sechstel, mit dem Minus davor minus 1 Sechstel und minus minus ergibt plus 1. Dann die Brüche zusammengefasst. 8 Sechstel minus 1 Sechstel sind 7 Sechstel. Und die Zahlen minus 2 plus 1 sind minus 1. Dann kann man die 1 gedanklich erweitern auf 6 Sechstel, 7 Sechstel, minus 6 Sechstel sind 1 Sechstel. Also, das wäre das Wert des Integrals. Beim nächsten Beispiel steigern wir uns ein bisschen Richtung Abiturniveau. Und zwar, auch hier befolgen wir den Hauptsatz. Wir versuchen zuerst wieder die Stammfunktion zu bilden. Wir erinnern uns, die E-Funktion wird eigentlich komplett abgeschrieben. Und die innere Funktion, also in diesem Fall die Hochzahl, wird abgeleitet und den Kehrwert nach vorne oder nach hinten gebracht. Aus diesem Grund 1/2 mal 1/2 sind 1/4 und wieder minus 1x oder minus x und das Ganze von 0 bis ln 2. Dann setzen wir die Grenzen ein, zuerst die obere 1/4 mal e hoch 2 mal ln von 2 minus ln 2 und dann minus die untere Grenze eingesetzt, 1/4 mal e hoch 2 mal 0, minus 0. So, dann auflösen und zusammenfassen. Ich habe mit Absicht diese besondere Grenze ausgewählt, damit man an dieser Stelle an gewisse Formeln erinnern kann. Und zwar e hoch a mal ln von b ist das gleiche wie b hoch a. Wenn wir diese Formel hier an dieser Stelle auf unser ersten Term anwenden, dann bleibt ja nur noch 2 hoch 2 übrig. Dann ln 2, wenn wir keinen Taschenrechner zur Verfügung haben, lassen wir so stehen. In der Klammer drinne, hinterer Teil ist 0 und e hoch 0, wir erinnern uns, ist 1, also habe ich nur noch minus 1/4.
Zusammengefasst, ein Viertel mal 4 sind 1 minus ln2 minus 1 Viertel, beziehungsweise 1 minus 1 Viertel sind 3 Viertel minus ln2. In unserem nächsten Beispiel schauen wir uns eine trigonometrische Funktion an. Um am Ende zusammenzufassen, habe ich rechts auch noch zusätzlich die Schaubilder von Sinus und Cosinus abgebildet. Wir werden gleich sehen, wieso wir sie brauchen. Also, nach dem Hauptsatz bilden wir zuerst die Stammfunktion. Also hier haben wir x², 1/2 kommt nach vorne, 4 mal 1/2 sind 2. Dann aus der Minus-Sinus-Funktion wird eine Plus-Cosinus-Funktion, also Cosinus von 1/2x. Und am Ende der Kehrwert der inneren Ableitung, also 1/2 im Kehrwert sind dann 2. Natürlich kann man die 2 auch hier vor den Cosinus schreiben, aber das ist an dieser Stelle egal. Dann setzen wir die obere Grenze ein. Damit meine ich 2pi² plus Cosinus von 1/2pi mal 2 minus, Klammer auf, 2 mal 0 ins Quadrat plus Cosinus von 1/2 mal 0 mal 2. Wie bereits erwähnt, um diese Terme zusammenzufassen, müssen wir die Schaubilder anschauen. Kurz zur Ergänzung hier an der Stelle die wichtigsten Werte. Zu besserer Orientierung. Und zwar Cosinus von 1/2 Pi ist natürlich 0. Kann man hier an der blauen Kurve ganz gut ablesen. Also das bedeutet, der ganze Term hier ist 0. 0 mal 2 ist 0. Der verschwindet. Das hier ist sowieso 0. Und Cosinus von 0 kann man hier ganz gut ablesen an der y-Achse. Es ist natürlich 1. Deshalb bleibt hinten 1 mal 2 ist 0 und 2. Endergebnis 2 Pi Quadrat. Plus 0, das sparen wir uns, dann minus 0 sparen wir uns auch und am Ende habe ich noch eine 2 stehen mit dem Minus davor, entsprechend minus 2. Zum Schluss eine interessantere Aufgabe und zwar natürlich kann auch der Wert des Integrals gegeben sein und dafür eine der Grenzen gesucht. Wie die Aufgabenstellung sagt, für welches u hat in diesem Fall dieses Integral den Wert 2e minus 2? Das bedeutet für uns, wir müssen eine Art Gleichung aufstellen, und zwar Integral von 2 bis u, e hoch 1/2 x minus 1 dx, soll anhand der Aufgabenstellung 2e minus 2 sein. Wir lösen natürlich die linke Seite mit dem Hauptsatz. Das bedeutet, zuerst bilden wir die Stammfunktion. Die innere Ableitung kommt den Kehrwert nach vorne, entsprechend wird dann vorne eine 2 stehen, e hoch 1/2 x minus 1 und das Ganze von 2 bis u ist gleich 2e minus 2. Dann setzen wir die Grenzen ein, zuerst die obere, 2e hoch 1/2 u minus 1 minus 2e hoch 1/2 mal 2 minus 1 sind dann 2e minus 2. Fassen ein bisschen zusammen, vorne kann man nichts zusammenfassen, deshalb abschreiben, hinten, hier habe ich an der Stelle 2 und 2 kürzen sich weg, also e hoch 0 ist 1, entsprechend minus 2 hier, 2e minus 2, dann plus 2, bleibt übrig, dann auf der rechten Seite nur 2e, dann teilen wir durch die 2 vor dem e, und dann bleibt nur e hoch 1/2 u minus 1 sind gleich e. Die Gleichung wird an dieser Stelle logarithmiert, damit wir das e wegbekommen. Entsprechend bleiben dann auf der linken Seite nur noch 1/2 u minus 1 und auf der rechten Seite ln von e. Wir erinnern uns, ln e ist ein besonderer Wert des Logarithmus und zwar ist immer 1. Deshalb an dieser Stelle 1/2 u minus 1 ist gleich 1. Formen noch ein bisschen um. Plus 1, 1/2 u ist gleich 2. Und dann 1/2 rüber, entweder mit geteilt durch 1/2 oder mal den Kehrwert, also mal 2 in diesem Fall. Somit ist u gleich 4. Und das wäre die gesuchte obere Grenze. Am Ende, wie bei jedem Tutorial, ein paar gut gemeinte Hinweise. Als erstes würde ich sagen, wenn ihr Probleme mit den Stammfunktionen habt, das habt ihr vielleicht bemerkt anhand der Beispielen, die ich gerade gelöst habe,
solltet ihr euch noch das Tutorial zur Stammfunktionenbildung, vor allem lineare Substitution, anschauen. Das sind die wichtigsten Stammfunktionen für die Abiturprüfung. Dann zweitens, wenn man Integral vor den Augen hat, sollte man immer zuerst schauen, ob man den Term vereinfachen kann. Das bedeutet, ob man bestimmte Terme addieren oder voneinander subtrahieren kann. Dazu gibt es einige hilfreiche Integralregeln, die ich jetzt in diesem Tutorial nicht reingepackt habe. Dazu werde ich eine extra Sache machen, wie man praktisch Integrale anhand von bestimmten Formeln vereinfachen kann, wenn überhaupt notwendig. Ein dritter Hinweis wäre, auf die Darstellung zu achten, vor allem wenn man selbst Integrale aufstellen muss. Das war diese Geschichte mit dem dx und dt hinten, beziehungsweise mit der eckigen Klammer und wie man die Grenzen schreibt. Also das klaut alle in der Klausur, alles in der Klausur Punkte. Und was ihr wahrscheinlich auch bemerkt habt, bei dem Beispiel mit den trigonometrischen Funktionen, man kann am Ende nicht zusammenfassen, wenn man nicht die besonderen Werte der Schaubilder kennt. Das bedeutet an dieser Stelle wieder, die Schaubilder Sinus und Cosinus für eine Periode auswendig lernen.